Also die Krise ist etwas ganz Wertvolles und ganz Wichtiges. Und in 4,6 Milliarden Erdgeschichte gab es im Übrigen auch schon 5 Weltuntergänge, wenn man so will, wo alle Spezien dieser Erde sich auch verabschiedet haben in einer Krisensituation und sich das System sozusagen neu erfunden hat und allerdings auf einem höheren Niveau wieder rausgekommen ist. Und wir haben auch diese Mentalität, wenn man sich die letzten 10, 20, 30 Jahre vielleicht unsere Lebensspanne anschaut, dass im Grunde all die Krisen, die wir gesehen haben, alle irgendwie gemeistert wurden. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwierig, ins Bewusstsein zu kriegen, dass es aber auch sein kann, dass wir heute Krisen sehen, die irreversibel sind. Und das fällt den Menschen unglaublich schwer, sich das vorzustellen. Solange man heute für 19 Euro am Wochenende von Berlin nach London fliegen kann und wir sozusagen als Weltbevölkerung diesen Discountpreis subventionieren, weil die Umweltschäden, die daraus entstehen, werden sozialisiert und deren Profit kriegt eine Company, so wird das wahrscheinlich mit Freiwilligkeit nicht getan sein. Und meine These ist, es gibt keine Nachhaltigkeit ohne Profitabilität. Und auch das ist eigentlich ein Naturgesetz, ein System, das sich nicht selbst ernähren kann, das sozusagen nicht am Ende eine positive Bilanz hat, wird auch in der Natur absterben. Also dem DAX 30-Boss sage ich, dass ich größtes Verständnis für sein Handeln habe, weil er handelt nach einer systemischen Spielregel, die er weder erfunden hat, die er auch nicht zu verantworten hat. Und wenn er in der Spielregel nicht funktioniert, hat er 2 Stunden, um seinen Schreibtisch zu räumen und dann kommt der Nächste. Ich behaupte, dass das Biest, dass die Grundlage dessen, was wir anfassen müssen, die heilige Kuh, über die wir reden müssen, ist das Kapitalmarktsystem. Das wird man nicht kosmetisch korrigieren können. Da kann man jetzt noch immer wieder ein bisschen nachbessern. Man kann immer noch eine höhere Staatsverschuldung in Kauf nehmen, damit man diese maroden Systeme sozusagen noch am Tropf ein wenig weiter altern lässt, aber an diese heilige Kuh muss man ran, will keiner ran, traut sich auch fast keiner auszusprechen, aber das Kapitalmarktsystem ist sicherlich ein überholtes System. Wer sich mit Zukunft beschäftigt und versuchen möchte, aufgrund heutiger Daten und Fakten, Szenarien zu entwickeln, wie eine Zukunft denn aussehen könnte, der muss sich mit Geschichte beschäftigen. Alldieweil, es gab mal einen berühmten Mann mit einem langen Bart, der mal den Satz gesagt hat, Geschichte wiederholt sich immer. Und es ist tatsächlich ein Merkmal der Geschichte, dass sich vieles immer wieder wiederholt. Die Beschäftigung mit den Hochkulturen war eine für mich an einer Stelle ganz interessante, weil es in der Tat jeder Hochkultur gelungen ist, zu kollabieren. Und wenn man da versucht, mal den roten Faden zu finden, dann waren das nie irgendwelche gottgewollten Ereignisse, die man hätte nicht anders steuern können, sondern es war immer die Gier, die Habsucht, die Ignoranz, dass wenige mehr wollten als viele und so weiter. Und daran sind sie alle gescheitert. Wir haben heute eine globale Gesellschaft. Wir müssen verstehen, dass wir Teil einer globalen Gesellschaft sind und das Scheitern dieser Gesellschaft ist ein globaler Kollaps. Sowas hatten wir noch nie als Szenario. Also ich glaube, dass wer Veränderung möchte, muss bei sich selbst anfangen. Und es gibt einen Schlüssel für mich und der heißt Achtsamkeit. Wir haben heute einen Lebensrhythmus und eine Flut von Informationen und Ereignissen in einer Taktung, die uns vieles, was wir tun, überhaupt nicht mehr bewusst machen.